Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du einschaltest und herzlich willkommen zu diesem schnellen und knackigen Sonntag-Update für dich. Ja, wir schauen uns heute Bitcoin an, wir schauen uns auch Ethereum an und dann soll es das hier für das Update auch schon gewesen sein, weil unser CME-Gap könnte ein Thema sein am morgigen Tag. Ja, hier siehst du das Ganze noch. Ich bin nominiert für den Black Bull Award 2022. Deshalb würde ich mich da sehr freuen, wenn du hier noch eine Stimme für mich abgibst. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Lass das ganze Ding zu uns nach Hause holen in die BTC Moneymaker Community. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und legen jetzt direkt los. Let's go! Gut, also schauen wir uns das Ganze an. Wir sind auf dem 4-Stunden-Chart, wie du hier ganz gut erkennen kannst. Ja, und wir sind weiterhin in unserer wichtigen Konsolidierungs- und Supportzone. Ja, die haben wir uns ja gestern eingezeichnet und ich habe auch gesagt, Leute, wir müssen es jetzt erstmal schaffen, dass wir hier über diese zwei Hochs hier drüber kommen. Ja, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Bedeutet, wir hatten hier jetzt einen massiven Bounce gesehen von unseren wichtigen 18.600 US-Dollar. Das waren knappe 17,15% jetzt hier nach oben innerhalb von 2 Tagen. Das hat jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt muss man aber eins beachten und zwar, wir kämpfen die ganze Zeit mit unserem 50er Daily EMA und mit diesen zwei Hochs. Das bedeutet, wir müssen jetzt unbedingt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht die ganze Zeit das antesten und wieder rejected werden und möglicherweise hier nochmal nach unten fallen. Ich habe euch dann auch nochmal eine wichtige Zone markiert und die können wir uns dann auch nochmal auf den kleineren Timeframes anschauen, nämlich die 21.145 US-Dollar. Das war ein sehr wichtiges Level auch auf dem 1-Stunden-Chart, denn wie man hier ganz gut sehen kann, haben wir das immer wieder angetestet, das hier auch nochmal angetestet, dann war das ganze Support, sind nochmal dann hier nach oben hin durchgebrochen, ja, und haben selbst diese bearische 4-Stunden-Candle, die eigentlich ein sehr, sehr bearisches Zeichen ist, weil wir sehr stark dann hier wieder abverkauft worden sind, ja, haben wir dann sogar wieder rausgenommen mit dieser 4-Stunden-Candle. Also da wird es sehr, sehr spannend werden, ob wir jetzt hier nach oben nachhaltig durchbrechen. Wenn man es möchte, kann man sich hier oben auch nochmal dann eine wichtige Widerstandslinie hier einzeichnen, die können wir mal rot machen. Das heißt 21.887 US-Dollar, das ist das magische Level. Nächste Woche kommt aber dann die Inflation rein, ja. Ja, das heißt, die Inflationszahlen der USA werden gelauncht am Dienstag und da wird die Sache dann sehr spannend werden, Leute, was denn dann dort genau passiert. Weil wir müssen uns eins im Klaren sein, wenn die Inflationszahlen gleich bleiben oder besser sind als erwartet, dann werden wir bei den traditionellen Märkten einen sehr starken Move nach oben sehen und somit dann auch bei unserem Bitcoin-Preis und da kommt ja hier dann schon unsere große Widerstandslinie hier einmal runter, die wir dann auch nach oben hin dann durchbrechen könnten. Und das erste Mal seit unserem großen Downtrend, den wir jetzt ja hier haben und unserem Bärenmarkt seit November 2021, würden wir das erste Mal es jetzt hier dann schaffen, hier über diesen Downtrend nach oben hin durchzubrechen und somit dann auch unser großes W-Pattern dann auch bestätigen. Ja, wir haben uns das Ganze ja hier angeguckt, habe ich ja schon vor längeren Tagen und Wochen gesagt, selbst wo wir hier schon runtergefallen sind, habe ich euch darauf hingewiesen, dass wir hier die letzte Chance bekommen für ein bullisches Szenario mit diesem doppelten Boden und da wäre auch die Neckline bei knappen 24.980 US-Dollar, also sagen wir mal genau 25.000 Dollar und das wäre dann auch ein Durchbruch unserer wichtigen Widerstandslinie, die ich dir gerade eben gezeigt habe. Aber auf dem 1-Stunden-Chart wird die Sache jetzt dann hier sehr spannend und interessant, denn auf dem 1-Stunden-Chart können wir uns das Ganze jetzt hier nochmal anschauen. Diese Linie, die ist nicht mehr signifikant, die kommt, jetzt habe ich hier das Ding weggemacht. Ja gut, egal, machen wir das mal weg und das hier auch. Also, das sieht man dann hier auch nochmal ganz schön. Ja, das war genau der 1-Stunden-Chart hier auf diesem Bereich, die 21.145 und die 21.710. Ja, das wird jetzt hier dieses spannende Ding werden, weil das ist halt hier auch nochmal ein sehr starker Support und Widerstand. Es war nämlich damals, wenn ihr euch daran erinnert, immer wieder hier unser Widerstand gewesen von unseren Bewegungen, die wir hier gehabt haben im Juni bis rüber zum Juli. Ja, da war dann das Ganze hier auch nochmal Widerstand, dann war es Support, ja. Und genau diese Linie habe ich hier einfach mal drin gelassen, weil ich für mich einfach gesagt habe, hey, die ist sehr signifikant. Wir hatten das Ganze hier dann auch nochmal angetestet. Es war Widerstand, hier auch nochmal Widerstand, Widerstand, hier kurz drüber gewickt, aber auch wieder Widerstand. Ja, das heißt, die 21.710 ist ein sehr wichtiges Level. Und jetzt schaut euch mal an hier, was wir genau hier gemacht haben. Wir haben das hier wieder angetestet, abgelehnt worden, wieder angetestet mit der aktuellen 1-Stunden-Chart.
Candle und dann möglicherweise wieder abgelehnt zu werden. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall eins im Klaren sein und aufpassen, wenn wir hier einen Double Top reinkriegen, kann es das zumindest mal wieder Richtung 21.145 Dollar bringen und sollte dieses Level dann hier fallen und somit dann auch unser 800er EMA, der wandert nämlich hier so langsam jetzt hier nach oben, würde also auch hier perfekt zusammenpassen, sollte auch unser 800er EMA dann fallen. Und Leute, boah, mir scheint gerade hier so die Sonne rein. Ich bin hier gerade richtig hell. Moment, ich muss mich hier mal ein bisschen dunkler machen, weil das ist natürlich ein Graus. So, et voilà. Sorry dafür. Ja, nicht, dass ihr jetzt hier geblendet seid, aber mir knallt hier gerade voll die Sonne ins Gesicht. Und ja, falls wir hier nach unten kommen sollten und nach unten fallen sollten und hier den 800 EMA auch nach unten hindurchbrechen, dann wird es relativ schnell hier wieder Richtung 20.300 Dollar und möglicherweise sogar nochmal unter 20.000 Dollar gehen. Und wer hätte das gedacht? Ja, schaut mal, was dann hier wieder passiert. Wir kriegen dann hier möglicherweise wieder ein so schönes Bart Simpson Pattern rein, was uns dann normalerweise wieder zu unserem Ausbruchsniveau hier nach unten bringt. Also das im Auge behalten, im Hinterkopf behalten für die nächste Woche, falls die traditionellen Märkte auch wieder nach unten gehen, beziehungsweise falls dann unsere Inflationszahlen möglicherweise vielleicht sogar schlechter sind als die Prognose. Ja, also das im Auge behalten. Sollten wir nach oben gehen, wie gesagt, 21.887 US-Dollar, wenn wir hier nach oben durchpushen, sieht das Ganze dann erstmal sehr, sehr gut aus. Dann gehen wir rein Richtung Ethereum, schauen uns das Ganze bei Ethereum an, und zwar haben wir hier unseren wichtigen Widerstand auf dem 4-Stunden-Chart nach oben hin durchbrochen. Wir hatten dann hier gestern die ganze Zeit ein bisschen rumgetradet bei 1716 US-Dollar. Das war genau dieses wichtige Level, was ich dir hier markiert hatte, ja, wo ich dann auch gestern darauf hingewiesen habe, habe gesagt, wir müssen es jetzt schaffen, hier dann hochzugehen. Haben wir auch geschafft. Jetzt kommt hier oben der 800er EMA rein auf dem 4-Stunden-Chart. Und solange wir hier weiterhin in dieser Konsolidierungsphase jetzt hier drin sind, ja, das ist genau hier diese Konsolidierungsbox, ja, wie du jetzt hier ganz gut sehen kannst, auf dem Tageschart, da testen wir das Ganze im Moment an, ja, aber auch hier kommt der 200er und der 800er EMA ist weiterhin über uns und deshalb muss man da wirklich sehr, sehr aufpassen, dass man hier nicht gerackt wird. Warum? Wenn ich erst hier oben dann kurz vor einem großen Widerstand long gehe, ja, das würde ich keinem empfehlen, und da kommt dann nämlich auch nochmal hier oben unser wichtiger Widerstand rein von unserem Downtrend, auch hier auf dem Tageschart, ja, wird es dann sehr spannend, wenn wir dann hier nach oben gehen und hier nach oben hin dann durchbrechen, ja. Und deshalb muss man da das Ganze im Auge behalten. Ich persönlich würde jetzt erstmal abwarten, was beim Merge passiert, ja. Viele gehen ja weiterhin davon aus, dass wir einen Dump sehen. Dann gibt es andere Lager, die sagt, hey, wir sehen einen massiven Move nach oben. Ich kann mir allerdings sehr vorstellen, dass es ein Non-News-Event wird und einfach nichts passiert. Ja, deshalb das immer im Auge behalten. Man kann sich auch hier mal nochmal so eine Widerstandslinie hier drüber zeichnen. Ja, aber du siehst, wo das Ganze endet. Und zwar endet das alles hier in diesem Bereich hier oben. Und wundersamerweise ist der Bereich zwischen 2000 und 2050 US-Dollar auch nochmal ein psychologisches Ding. Ja, 2000 Dollar kommt auch dann nochmal dazu. Deshalb wartet erstmal den Merch ab, was da passiert. Abstauberlevel habe ich mir unten auf jeden Fall gesetzt zum Nachkaufen. Und dann werden wir sehen, was hier passiert auf dem Daily RSI haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Das würde dann perfekt einfach nochmal zusammenpassen, dass wir hier Richtung 2000 Dollar nach oben marschieren können. Dann gehen wir noch kurz rein, und zwar fünf wichtigsten Krypto-News der Woche. Wie sieht es da im Moment aus? Ethereum 2.0, und zwar das Bellatrix Upgrade wurde erstmal jetzt hier live geschaltet. Das war dann schon mal der Vorbote, ist jetzt dann auch geglückt. Das sah ganz gut aus. Dann King Myung-uns Hacker-Armee muss Krypto abgeben. Hier war es so, dass anscheinend ein paar Hacker, ja, ein paar Millionen an Kryptowährungen hier erbeutet haben. Dann Washington, US-Regierung fordert klimafreundliche Kryptoindustrie. Da gibt es wahrscheinlich dann auch nochmal ein Statement. Das müssen wir ganz genau im Auge behalten, was hier immer passiert. Ja, was Washington macht, ist maßgeblich für unseren Kryptomarkt. Wenn Washington sagt, das und das wird jetzt reguliert, das und das muss jetzt gemacht werden, um kryptofreundlich zu sein oder was auch immer, ja, dann zählt das auch. Das wird den meisten Einfluss auf den Bitcoin haben und nicht, wenn irgendwie Land XY sagt, ja, alles klar, wir regulieren jetzt Bitcoin. Das interessiert Bitcoin nicht. Alles, was hier in den USA passiert, Washington, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, dann Zinsentscheid der EZB hat den Leitzins um 0,75% erhöht. Haben wir uns ja auch ganz genau angeguckt. Wir sind jetzt im Moment bei 1,25%. Das heißt, die EZB, ja, die muss natürlich jetzt nachjustieren, sie muss jetzt nachjustieren, und somit geht auch der Dollarindex wieder in so eine Phase, was durchaus hier
korrigieren könnte, was dann positiv für unseren Bitcoin wäre. Also auch hier sehr spannendes Thema. Dann noch ganz großes Thema, Kryptobörse pusht hauseigenen Stablecoin, und zwar pushen sie ihren eigenen Stablecoin BUSD, ja, und das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil du halt dann im Moment, ja, die weltweit größte Kryptobörse will eine automatische Umwandlung von USD-Coin und zwei anderen Stablecoins in ihren hauseigenen BUSD einführen. Das heißt, du kannst dann 1:1 umtransferieren. Ist halt eine ganz coole Sache. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Klar, Binance größte Börse der Welt, ja, wo man dann sagen kann, okay, wenn die da was machen, dann wird das auf jeden Fall schon Hand und Fuß haben. Aber ich habe halt immer noch so ein kleines Hintergedanken an Luna, was damals passiert ist. Deshalb, ja, einfach mal im Auge behalten, aber ich glaube nicht, dass Binance ist sowas geschieht wie Luna. Aber schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, würde mich das sehr interessieren. Wir müssen uns jetzt hier auch nochmal den CME Futures anschauen. Und zwar, was ist das CME? Der CME ist einfach der Futures, der Montag bis Freitag getradet wird bei Bitcoin. Das heißt, wenn die Börsen am Freitag zumachen, macht auch der Futures zu, aber der Bitcoin-Preis läuft ja am Wochenende weiter, und wenn dann hier ein sehr starker Pump oder Dump dann passiert am Wochenende, muss man einfach dazu sagen, ist es dann so, dass so ein kleines Gap entstehen kann, und diese Gaps werden meistens immer wieder gefüllt, diese Gaps werden auch im bearischen Bereich dann immer meistens gefüllt, ja, und wenn wir uns das nämlich hier anschauen, haben wir jetzt im Moment bei 21.305 US-Dollar geschlossen, wir traden im Moment bei 21.634, das bedeutet, wir traden im Moment hier oben circa. Das heißt, wir hätten im Moment ein kleines Gap, was Bitcoin durchaus dann nochmal zum Wochenstart dann kurzzeitig und kurzfristig abholen könnte. Ja, also das nochmal dazu zum CME Gap, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Schauen wir uns am Montag und heute Abend im Livestream auf jeden Fall auch nochmal an. Hier hast du noch kurz den Black Bull Award. Unten findest du den Link in der Videobeschreibung. Ganz nach unten scrollen, hier dann einfach BTC Moneymaker auswählen, deinen Vornamen, E-Mail eintragen. Ganz wichtig, wenn du die E-Mail bekommst, dann musst du nochmal den Link bestätigen in der E-Mail, die du hier von finanzkongress.de bekommst. Da musst du nochmal auf den Link klicken in der E-Mail. Nur dann wird deine Stimme gezählt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Heute Abend gibt es um 20 Uhr einen Livestream. Würde mich freuen, wenn da einige am Start sind. Wir haben ja dann wieder den Weekly Close. In diesem Sinne, hau rein. Bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.